Leute, was geht ab? Ganz genau, wir sind wieder im Auto. Es geht wieder ab nach Wien. Wird wieder so ein Vlog, behind the scenes. Morgen Werbespot, Dreh für Wast. Geiler Spot für den neuen Booster. Das ist ein Top Secret. Ja, und wir sind jetzt im Auto. Wir fahren jetzt nach Wien. Jetzt habe ich noch gerade ein YouTube-Video hochgeladen. Also Rücken-Bizeps-Workout. Gym-Serie klein, jetzt fehlen nur noch Beine. Ist bereits schon gefilmt, das kommt dann online. Monster am Start. Die neuen Total Aminos Geschmack Kiwi, also Strawberry Kiwi und Orange Dragon Fruit sind am Start. Ich trinke Orange Dragon Fruit, du trinkst Strawberry Kiwi. Und jetzt geht's ab nach Wien. Jetzt machen wir kurz ein paar Snacks einkaufen, ein bisschen was zum Essen. Und dort geht's dann ab. Kleines Gym. Ich weiß gar nicht, wie es Gym heißt. Elysium, nein, ich weiß nicht, wie es heißt. Keine Ahnung. Schauen wir dann. Ja, jetzt fahren wir 3 Stunden mit dem Auto. Und jetzt ist 18 Uhr, also 21 Uhr dort. Tschu-tschu! Let me see you try. I fucked up, this was so gay, we hustle, but then what then? Oh my God. Raststation, kurzen Shake. Der Hunger kickt. Jetzt gibt's einen Reispudding. Reispudding-Shake, wie ihr mein Full Day of Eating schon gesehen habt. Der ist so smooth, dass du den trinken auch kannst. Und das ist genau das, was wir jetzt machen. Nur das ganze Zeug da irgendwie auf die Seite räumen. Genau, also Away, Chocolate und Reispudding. Machen wir 3 Scoops Reispudding. Schauen wir, wie smooth der ist. Ja. Muss mal schauen, wie der glitzert. Komm mal her, schauen wir, wie das glitzert. Da sieht man das, wie smooth das ist, wie geil. Brutal, gell? Ey, ich glaube, ich bin. Oh, der ist noch zu. Ich glaube, ich bin einer der Influencer, der was am meisten am Boden geblieben ist. No joke. Verreist mit einem Billersackel herum. Hör. Nix Louis Vuitton-Taschen oder Gucci Mucci. Und 2 Scoops von dem Away. Chocolate. Geile Masse ist das, der halbe der Shake ist voll. Gib dir das mal. Schau mal, das bist du oben voll. So viel. Übrigens, ein Essen ist auch noch vorbereitet: Fleisch mit Reis. Aber das gibt es dann nach dem Gym. Und im Hotel gibt es dann auch noch einen Thunfisch mit so einem Fertigreis. Ey, schau, das ist crazy, das ist schon aufgelöst. Ja, was ist der? Code Steve Chris managed die Gains im Geldtaschel. So, jetzt trinken wir das, trinken wir noch einen Kaffee und dann geht's weiter. Ja. 23.15 Uhr, wir sind aus dem Gym raus. Wieder eigenständiges Video mit Marcel gedreht, war richtig chillig. Push-Session. Gutes Training auf jeden Fall. Natürlich um die Zeit nochmal Motivation aufzubringen, zu tanken. War jetzt nicht wirklich easy, aber das Training war ganz cool. Jetzt geht's ins Hotel. Haarspray, Bodylotion. Für die Leute, die was fragen, immer, hey, wie machst du deine Haare, Steve? Eigentlich nur mit Wasser und dann Haarspray. Sayos. That's it. Eier. Weil wir waren letztes Mal, wo wir in dem Hotel waren, haben sie keine Eier in der Früh gehabt, gell? Deswegen, Steve, ist so eine Eier. Die nehme ich eiskalt morgen zum Frühstück mit. Tschu, die Eisenbahn. Boah, die Müdigkeit kickt schon ein wenig, gell? So ist es nicht. Letzte Mahlzeit. Fleisch mit Reis. Spätis. Boah, 12:45. Wir müssen morgen um 8 Uhr vom Hotel wegfahren. Jetzt gibt es die letzte Mahlzeit, dann hauen wir uns eh schon ins Bett. Morgen fit für den Commercial Shoot. Für ein neues Produkt von Wast. Neuer Geschmack. Richtig geiles Shooting wird das. Seid gespannt. Freut sich auf morgen. Dann kriegt ihr ein bisschen, oder sagen wir so, ein paar Einblicke hinter die Kulissen wieder. Ja, gönnen Sie Mäcki. Pommes. Freche. Frech. Ich mit meinem vorkochten Shitter und eher einen Wrap, einen Burger und Pommes. Wir sehen uns morgen. Guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Fuck you. So,
Jetzt sind wir wieder beim Auto. Ja, jetzt sind wir wieder beim Auto. Jetzt fahren wir. Jetzt fahren wir wohin. Ja. Erst einmal mal frühstücken. Papi, geht jetzt schon was frühstücken, Schatzi. Papa. Okay. Schau, meine Eggie ist auch dabei. Weil die keine haben, die haben nur so einen Schmutz. Ja, Frühstück ist drin. 2 Schüsseln Haferflocken mit Mandelmilch. 6 Eier. Und jetzt geht's ab zum Videodreh. Irgendein Videostudio, ich hab den Namen jetzt schon wieder vergessen. Wir holen jetzt so einen Kollegen ab. Weißt, Teamkollegen, Kofi, George. Und dann geht's ab ins Studio. Und dann nehmen wir euch mit, ein bisschen behind the scenes. Wieder ein cooles Video. Und der Werbespot, der glaube ich, wird richtig geil. He? Also lasst euch überraschen, stay tuned. Eine engere und ich habe sie anprobiert und ich so, die wird denn zu eng sein, weil sie ist auch eine Skinny Leggings bei mir. Das ist zu eng. Aber ja. Ich habe eine weitere auch, die wird 100% besser aussehen. Probiert trotzdem beide an. Schauen wir trotzdem einfach, wie das Outfit aussieht. Chris Stallone am Start. Bei der Location. Letzte Werbespot gedreht. Oder Steve Stallone am Start. Ja, jetzt haben wir bei der Location angekommen, richtig geil. Ich habe schon so kubanische Zigarette, was ist das? Zum Outfit. Und jetzt fahren wir einen Werbespot. Ein Ferrari. Ist geil, hä? Wird witzig halt, oder? Ja, wird lustig, ja. Wird echt geil, oder? Setup ist schon mal mega, ist echt mega. Ja. Finde ich schon geil, ja. Ferrari Baujahr 1981 oder 82, glaube ich. Richtig cool, ja. Komm nochmal. Steve? Ja? Schaust du mal aus dem Fenster? Kannst du ein bisschen den Kopf noch runtergeben, dann sieht man dich mehr. Oder du lehnst dich so mehr rein. Ja, genau, dann sieht man dich auch. Hey du, willst du dein innerliches Biest entfesseln und ordentlich pumpen? Die ersten paar Szenen sind im Kasten. Produkt ist mega. Wann kommt das Video raus? Das darf nicht vor der FIBO rauskommen, das Video, gell? Weil bei der FIBO ist der Release von dem Produkt, genau. Und so, du hast die Produkte schon, das Produkt schon gefilmt. Wann ist Release von dem Produkt? Zur FIBO. Ja, also wie gesagt, das Video kommt erst zur FIBO dann raus, weil, genau. Weil wir das Produkt gesagt haben. Genau. Ja, sowas, ja. Ja, und wie gesagt, jetzt machen wir noch ein paar Pumpszenen. Der Kofi feuert mich an, wie ich Liegestütz mache, eingeölt bin. So richtig! Ich glaube, das ist ein Shooting, aber das ist ein Workout. Er weiß noch nicht. Ein paar Trinkszenen. Und ja. Aber ist geil. Und Spaß haben. Ja, schon. Und Spaß haben. Es macht so Spaß. Cooles Auto. Ja, nur weil du dabei bist, das stimmt. Ja. Macht super Spaß mit Steve, das ist super cool. Es ist immer cool, mit dem Homie ein Video zu machen. Und naja, deshalb, ihr werdet das selber sehen. Weil wir einfach selber so Spaß dabei haben und es nicht aufgezwungen ist. Ich würde einfach die Realness durch die Videos sehen, weil es ist einfach mördergeil und wir haben einfach mördergeil. Und unser Kameramann ist auch mördergeil, also so kann es nur cool Props sein. So kann es nur gut sein, wisst ihr?
ein Schlawiner. Also, sag mir den kompletten Namen von der Brustmuskulatur. Chest. Okay, es sind zwei Muskeln. Du hast noch eine Chance. Chest. Okay, ich gebe dir noch eine Chance, mein Freund. Chest 1 und 2 und 3. Gratuliere dir, Bruder! Du hast einen neuen Ferrari gewonnen! Schon sitzen wir wieder im Auto. Ein sehr, sehr produktiver Tag neigt sich dem Ende zu, oder? Ja. War schon geil. Coole Ferrari war am Start, Baujahr 1982. Und jetzt kann man es eigentlich eh sagen. Also das neue Produkt ist natürlich ab jetzt erhältlich, weil das Video kommt erst dann raus, wenn das Produkt natürlich erhältlich ist. Also geschmacklich ist er brutal, finde ich. Leicht zitronig, leicht bitter, Pink Grapefruit halt. Aber ist mega süffig. Ich habe schon gesagt, ich würde den ganz, also bester Geschmack von V8 Tiger's Blood, dann kommt Pink Grapefruit in Kombination mit Peach Ice. Und ja, also der ist ganz umgereiht, mega Produkt. Wir sind jetzt am Heimweg schon wieder. Wir werden jetzt irgendwo noch stehen bleiben. Kleinigkeit snacken, vielleicht nehme ich ihn mit. So neigt sich der Vlog dem Ende zu, würde ich sagen, oder? Jetzt Abschied machen. Ah, jetzt nehmen wir euch noch mit, ein bisschen so Snacky-Backy und so. Vielleicht passiert noch was Cooles, du weißt das ja nicht. Machst nur eine Story. Wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben jetzt noch Kleinigkeit gesnackt. Schnitzelsemmel, Leberkassemmel gehört dazu nach so einem langen Drehtag, ein paar Kalorien. Den ganzen Tag nichts gegessen, jetzt geht's ab nach Hause zu den Kindern. Und ja, in dem Sinne, Freunde, danke fürs Einschalten auf alle Fälle. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. So wie immer, haltet die Ohren steif, bleibt am Ball, bleibt motiviert und macht es gut. Ciao, ciao.